Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von der Loot Chest. Und vorab muss ich euch nochmal etwas beichten. Ich habe nämlich diesen ganzen Fuppes hier gerade aufgenommen und meine Kamera hat es schon wieder nicht aufgenommen. Ich weiß nicht warum, das ist mir letztens nämlich schon mal passiert und ich bin gerade sauwütend deswegen. Es ist verhext. Ich weiß nicht wieso. Das heißt, ich muss euch den ganzen Scheiß hier jetzt nochmal präsentieren. Und ich muss so tun, als hätte ich es noch nie gesehen. Nun ja. Gut. Ja, sie läuft. Sehr gut. Und wehe, wenn nicht. Ich möchte euch allerdings, bevor wir mit dem Unboxing zum zweiten Mal beginnen, nochmal etwas unter die Nase halten. Nämlich eine kleine Aktion von Trees of Life, wo Loot Chests mit dran mitarbeiten. Ich lese euch dafür mal kurz was vor aus dem Lootbook. Wie wir auf Facebook schon kurz berichteten, beteiligt sich Loot Chest an der Aktion Trees of Life. Die gleichnamige Organisation unterstützt die Regeneration der Regenwälder auf Madagaskar. Für jeden virtuellen Baum, den Unterstützer kaufen, wird auf Madagaskar ein realer Baum gepflanzt. Die Bäume bieten nicht nur Lebensräume für die Tiere, sondern liefern auch Nahrung, Sauerstoff und zusätzliche Arbeitsplätze und Einnahmequellen für Einheimische. Also lasst uns gemeinsam Gutes tun. Hier unten gibt es einen Link. Ich hoffe, den kann man jetzt erkennen. Ansonsten guckt mal in die Beschreibung. Ich hoffe, ich habe ihn darin verlinkt. Wenn nicht, macht mich bitte darauf aufmerksam. Da kommt man auf die Zusammenarbeit von Trees of Life mit der Loot Chest. Und ja, es ist eigentlich selbstverständlich. Es erklärt sich von selbst. Spendet ein bisschen was, damit die Menschen dort wieder die Natur ein bisschen aufbauen können. Da wir Menschen ja so doof sind und unsere Natur lieben, gerne selbst zerstören und das in riesengroßen Massen. Was ich nicht verstehen kann, aber gut. Ich mach's ja auch nicht. Aber gut, ziemlich viele andere Idioten tun es. Wir können dabei mithelfen, was Gutes zu tun und unsere Natur noch ein bisschen länger zu behalten, als sie ansonsten wahrscheinlich, nicht so gut mehr überleben würde. Deswegen eine wunderschöne Aktion, wie ich finde. Unterstützt es vielleicht ein bisschen. Ich krieg hierfür kein Geld. Nein. Und ich würde sagen, nach diesem Amen in der Kirche kommen wir jetzt mal so langsam zu unserem normalen Programm zurück. Wie gesagt, guckt mal in die Beschreibung, vielleicht habe ich den Link ja drin. Und jetzt kommen wir erstmal zum Featured Channel in diesem Monat. Das ist diesmal Riocat oder Riocat, keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, dir geht's gut, Kumpel. Ja. Gut. Machen wir weiter. Ich mag es einfach, Leute auf YouTube zu grüßen. Ich weiß nicht, wieso. Ich mach's gern. Gut. Fangen wir an zum zweiten Mal. Mit einem Artikel von Zelda. Hier haben wir ein kleines Quadrat von Zelda. Wie man vielleicht jetzt schon erkennen kann, was es ist. Es handelt sich um ein Schweißband mit dem Logo von Zelda an sich. Ein gutes Schweißband, wie ich finde. Es ist relativ dick, es ist auch gut dehnbar. Ich werde es wahrscheinlich nur nicht anziehen, weil ich ja Festivalbällchen trage und es verträgt sich auf Dauer nicht so wirklich. Kostet draußen 4,95 €. So, ansonsten haben wir hier noch etwas Leckeres zu futtern, nämlich Magic Gum inklusive Pop Rocks. Also was Knusperndes auf der Zunge und leckeren kleinen Kaugummi. Wie immer, Marktpreis tasty. Ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Ich behalte das auch weiterhin bei. Tja, was zum Futtern. Finde ich gut. mit was mache ich denn jetzt weiter? Ah. Ihr seht schon, ich habe den Merch überall verteilt. Auf dem Boden, auf dem Schreibtisch. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal ausgepackt und da fliegt es hier halt überall so rum. Kommen wir zu einem neuen Comic aus dem Marvel-Universum mit allen möglichen Helden, unter anderem Iron Man, Spider-Man und Captain America. Ach, Thor ist ja auch noch mit dabei, wie ich hier gerade sehe. Nee, ist es Thor? Nee, es ist Thors Kollegin, oder? Ich bin da nicht mehr so auf dem Punkt. Was ich auch irgendwie ein bisschen schade finde, aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Comic. Wunderschöner Zeichenstil, wie ich finde. Wirklich gut gelungen. Und wenn man jetzt mal rumdreht, hier auf der anderen Seite,
wunderschöne Charakterzeichnungen. Und ich bin gespannt, um was es geht. Ich freue mich aufs Lesen. Vielen Dank dafür. Der Comic ist eine gratis Leseprobe, deswegen, er kostet nichts. Meine Güte, wir machen weiter mit einem Poster, das ein sehr großes Poster ist und von Suicide Squad handelt, was wohl so ein bisschen dem Hype geschuldet ist. Ne? Also es wird ja auch schon ein bisschen länger gehypt. Der neue Film, der da rausgekommen ist er schon draußen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und jedenfalls haben wir hier ein wunderschönes Poster zu dem Film. Übrigens achtet mal auf den Zeichenstil, der wirklich sehr gut gelungen ist. Ich versuche das alles hier so aufs Bildformat zu kriegen, weil es ist wirklich sehr lang. Harley Quinn, der Joker und in der Mitte steht Property of Joker. Zwei sehr interessante Charaktere, wie ich finde. Harley Quinn wollte ich auch immer mal cosplayen. Ich habe hier sogar noch ein Cosplay rumliegen. Aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das anzuziehen. Weil es auch irgendwo, ich weiß nicht, ein bisschen zu eng geworden ist. Aus welchem Grund auch immer. Naja, vielleicht ist es ja beim Waschen eingegangen. Jedenfalls, Suicide Squad muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Finde ich sehr cooler Film. Der Trailer hat mich auch schon wieder so ein bisschen gehypt. Und das Poster, wo ist es denn? Ne, hier ist es nicht. Da ist es. Es kostet 7,95 Euro. So, des Weiteren. Ein weiterer Artikel, der so ein bisschen dem Hype geschuldet ist. Was für eine brillante Überleitung. Himmel, Herrgott, man schmeißt mir einen Duden an den Kopf. Dieses T-Shirt kostet 14,95 Euro und ist aus dem Pokémon-Universum. Das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an dem Hype von Pokémon Go. Ich kann es mir nicht verdenken. Ich kann es den Leuten auch nicht verübeln. Es wird ja auf der ganzen Welt nur noch davon geredet. Ob im positiven oder auch im negativen Sinne. Es ist halt so. Gut, ich zeig's euch mal. Vielleicht erkennt ihr es ja. Ansonsten zeige ich es euch natürlich nochmal gerne nach. Unten sehen wir einen kleinen Jungen mit einem kleinen Pokémon, Ash mit Pikachu. Und oben drüber auf dem Ast sitzt ein weiteres kleines Pokémon, nämlich hier das kleine Taubsi. Wir haben jetzt das T-Shirt in der Ausführung rot. Das gibt es auch noch in blau und gelb. Das zeige ich euch hier mal eben, ohne euch den anderen Artikel zu verraten, hoffe ich. So? Ja, so. Na, seht ihr da? Blau und gelb gibt es auch noch. So. Der nächste Artikel ist eine Figur, was allerdings nicht der Plus-Artikel ist. Obwohl dieser hier das wahrscheinlich auch verdient hätte, es zu sein. Auch wenn ich damit nichts am Hut habe, wirklich gar nichts. Da ich keine Shooter spiele, finde ich die Figur sehr gelungen. Wirklich sehr gelungen. Sie ist aus dem Funko Pop Universum und es handelt sich um Frank Woods von Call of Duty. Eine sehr schöne, detailreiche Figur, wie ich finde. Und auf der Rückseite gibt es auch noch ein paar andere Charaktere, die man ebenfalls im Funko Pop Universum als Figur erwerben kann. Die hier kostet jetzt 14,95 Euro. Ist, glaube ich, auch so der typisch normale Marktpreis für so eine Funko-Pop-Figur. Ich habe meine von Messen gekauft, deswegen sind die dann dort immer noch mal ein bisschen teurer. Aber es sollte eigentlich der normale Preis sein. Doch, ja, sollte eigentlich. So, das haben wir. Das haben wir auch. Habe ich das schon? Ja, habe ich. Sehr gut. Gut, kommen wir jetzt zum letzten Artikel, dem Plus-Artikel, den ich wirklich sehr mag. Wirklich ohne Scheiß, ich mag den sehr. Auch wenn ich den Film damals nicht geguckt habe, mag ich den Artikel sehr, da ich damit auch lieben gerne arbeite. Es handelt sich um den Film von Batman vs. Superman. Und der Artikel befindet sich hier in diesem kleinen Kästchen
das matt schimmert und nicht glänzt. Also es hat eine matte Oberfläche. Und ich hoffe, ich kriege sie jetzt auf. Ich habe sie vorhin fast gar nicht aufgekriegt. Ah, doch, gut geht. Es handelt sich hierbei um einen Kugelschreiber, der sehr glänzt. Ich warne euch vor, die Kamera wird den jetzt wahrscheinlich, also den Fokus nicht wirklich einstellen können. Deswegen verzeiht es mir, wenn nachher das alles so ein bisschen spiegelt und nicht wirklich scharf ist. Ja, was will ich machen? Nämlich, die Sache ist diese hier. Hier steht Batman vs. Superman drauf und daneben hier auf dem Deckel befindet sich das Logo von dem Film. Des Weiteren befinden sich hier an der Seite so zwei kleine komische Pinöpels. Das eine ist ein Laserpointer, was ich echt cool finde. Hier sieht man das so ein bisschen, das ist rot in der Mitte. Und das andere ist eine Taschenlampe. Finde ich auch ganz cool. Ich halte jetzt extra nicht direkt in die Kamera, aus Gründen. So, und hier oben auf der anderen Seite ist so ein Gummi-Nop-Dingsbums. Das ist ein Touchpen fürs Tablet oder was weiß ich was alles. Da ich kein Tablet habe, ist mir das aber relativ egal. So. Wenn man das Ding hier jetzt aufmacht, hat man hier auf der einen Seite den typischen Kugelschreiber, der übrigens relativ gut auch in der Hand liegt. Er ist ein bisschen kleiner als sonst die anderen, die man halt so hat. Und ja, die Kappe mit dem Schriftzug. So, ein wirklich schöner Artikel, wie ich finde, auch sehr hochwertig verarbeitet. Der findet auf jeden Fall seinen Platz da in meinem Schreibutensilien. Klong. Ja. Aufbewahrungsbehälter. Keine Ahnung, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Dieser Kugelschreiber kostet 12,95 € auf dem Markt. Wie ich finde, ein sehr passabler Preis für dieses unglaublich gute Merchandise-Ding, das ich wirklich sehr mag. Ohne Scheiß. Ich arbeite gern mit Kugelschreibern. Es ist sogar ein Laserpointer dran, auch wenn ich keinen brauche. Genauso wie ein Touchpen. Aber, ich mag den. Ich mag den wirklich sehr. Bis jetzt auch mein Favorit, was diese Box hier angeht. Die Figur von Call of Duty ist auch nicht übel, aber wie gesagt, ich habe mit Call of Duty nichts am Hut. Ja gut. Mal sehen, was daraus wird. Und so wie immer, ich kriege hierfür auch keine Werbung. Wie immer nochmal ein bisschen Werbung fürs Pummel-Einhorn, das hier gerade wieder von einem Keks mit Pokebällen malträtiert wird und das nicht so... ja, nicht ganz so gut findet. Ist ein bisschen angry. Ja, ich möchte diesen Shop einfach nur unterstützen. Ich habe da übrigens selbst schon was gekauft, falls es jemand genau wissen will. Ich mag das einfach. Ich mag Einhörner. Ich mag das Bunte. Und jetzt komme ich nicht und sage, das sind irgendwelche dämlichen Fabelwesen. Einhörner sind toll, so. Wo ist mein Duden, wenn ich ihn brauche? So. Gut. Damit wäre das Unboxing auch wieder geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Schaut doch mal auf dem Channel vorbei. Ich habe ja auch noch so ein paar LPs nebenbei laufen. Ja, ich bin gespannt, was noch so alles kommt. Ich hoffe, wir sehen uns dann, also du und ich, ne? Wir sehen uns dann auch irgendwann nochmal wieder. Und falls es wen von euch auf der Gamescom gibt, mich gibt es dort auch. Samstag und Sonntag. Schaut doch gerne mal vorbei, wenn ihr mich denn erkennt. Vielleicht, ich ziehe auch vielleicht mal das T-Shirt an, auf dem mein Twitter-Name steht. Dann könnte man mich vielleicht auch eher mal erkennen. So, das Wort zum Sonntag ist gesprochen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal entweder in einem Video oder auf der Gamescom. Ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich ja Glück und darf einen von euch einmal knuddeln. Ich knuddel nämlich Menschen sehr gerne. Gewöhnt euch dran. Gut, bevor ich hier jetzt noch anfange, irgendwelche philosophischen Reden zu schwingen, sag ich mal ciao und wir sehen uns. Bye, bye.